Ich zeige dir heute vier wichtige Frequenzbereiche, mit der du praktisch jede Snare Drum perfekt abmischen kannst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Ein großer Fehler, den viele Anfänger beim Abmischen machen, ist, dass sie versuchen, das Rad neu zu erfinden. Und zwar speziell bei der Arbeit mit dem EQ. Da wird stundenlang durch Frequenzen gesweept, da werden gute Frequenzen gesucht, die man anheben kann und schlechte Frequenzen, die man absenken muss und so weiter. Und ja, ich weiß, jedes Instrument ist individuell, jeder Mix klingt anders, jedes Projekt ist anders. Aber glaub mir, ich habe mit dieser Methode in Hunderten von meinen Mixen meine Snare Drums so gemischt und ich verspreche dir, zu 90% wird es dir gelingen, wenn du dich auf diese vier Frequenz- oder Frequenzbereiche beim Snare Drum Abmischen konzentrierst. Und wir fangen an mit Frequenz Nummer 1. Bevor ich dir die gleich zeige, hören wir mal kurz in das Beispiel hier rein. Du hörst also, die Snare Drum klingt schon einigermaßen gut, aber da kann man natürlich noch mehr rausholen. Der Mix ist noch in Arbeit, da ist noch nicht wirklich was fertig. Aber jetzt fangen wir mit der Snare Drum an. Und der erste Frequenzbereich hier ist zwischen 600 und 900 Hertz. Das ist die einzige subtraktive EQ-Bearbeitung, die ich dir jetzt hier zeigen möchte. Alle anderen sind dann Anhebungen. Ich arbeite bei der Snare Drum ganz gern mit dem Graphic EQ. Der ist schön übersichtlich und zwischen 600 und 900 Hertz arbeite ich hier mit den beiden zusammen. In diesem Bereich haben viele Snare Drums recht matschige und dröhnige Anteile. Ich zeige dir das mal, indem ich die Snare Drum hier direkt anhebe. Wir gehen mal kurz solo rein. Du hörst also, das klingt nicht sonderlich angenehm und deswegen senken wir hier ein bisschen ab. Sehr subtil hier jetzt, aber ich finde, man hört, dass die Snare Drum ein kleines bisschen klarer bringt. Machen wir weiter mit Frequenzbereich Nummer 2 und das ist zwischen 200 und 250 Hertz. Hier haben so gut wie fast alle Snare Drums ihren schönen, warmen, satten Grundsound, den du hier anheben kannst über die 200 bis 250. Machen wir auch das mal. Und aus. Du hörst also deutlich, wie viel fetter hier die Snare Drum gleich wird. Und ich mache es ganz immer gerne so, das ist auch ein guter Tipp, immer erstmal übertreiben, so weit anheben, wie du kannst und dann zurückfahren, bis es sich schön in den Mix oder in den Gesamt-Drum-Mix hier einfügt. Machen wir weiter mit dem nächsten wichtigen Frequenzbereich für Snare Drums und der liegt bei 2 bis 2,5 kHz. Hier kannst du einerseits dafür sorgen, dass deine Snare Drum schön präsent und knackig klingt, andererseits sorgt diese Frequenz auch oftmals dafür, zumindest nach meiner Erfahrung, dass die Snare Drum auf verschiedenen Soundsystemen, wie zum Beispiel Küchenradio oder großen Boxen, immer sauber durch den Mix sticht. Ich denke, du hörst genau, was ich meine. Diese 2K bis 2,5K ist der Bereich, dieser magische Bereich, wo du die Snare Drum richtig nach vorne holen kannst. Und damit kommen wir schon zum vierten wichtigen Frequenzbereich und das sind 8 kHz. Über diese 8K kannst du den meisten Snare Drums noch einen schönen, hellen Snap dazugeben. Ja, aber jetzt ordentlich auch lauter gemacht natürlich. Ich mache mal ein bisschen leiser, dass wir besser vergleichen können. Hier ist auch wieder die Frage, wie weit kann ich jetzt anheben? Und hier nochmal, das ist oft ein Fehler. Sei nicht zu scheu, wenn du anheben möchtest. Versuch einfach, mit was du davon kommst. Gerade bei diesen 8K kriegst du nur so ein Ultra-Durchsetzungsvermögen. Ich mache mal den EQ nochmal aus und wir gehen hier nochmal in die Drums direkt rein in den Drum-Mix und dann schalte ich ihn zu und du wirst den Unterschied hören.
hörst hier, wie die Snare Drum mit diesen Einstellungen richtig sauber durch den Mix knallt. Ist jetzt vielleicht schon fast ein bisschen zu viel des Guten, aber ich möchte ja auch, dass du meine Bearbeitungen hörst. Jetzt sagst du dir natürlich, ja, der kann mir viel erzählen. Diese vier Frequenzbereiche funktionieren vielleicht bei dieser Snare Drum und in diesem Mix, aber funktioniert es wirklich bei fast jeder anderen Snare Drum auch? Auch eine, die komplett anders klingt? Und ich sage dir, ja. Mit diesem Ansatz bekommst du fast jede Snare Drum schnell zum Klingen. Und deswegen zeige ich dir jetzt nochmal ein anderes Beispiel aus einer ganz anderen Produktion. Ich habe dir nochmal ein anderes Drumset in so ein bisschen so einem 70er-Style, wo die Snare Drum wirklich anders klingt. Okay, und ich mache jetzt hier genau die gleichen Frequenzbearbeitungen. Also ich fange an zwischen 600 und 900, um das Röhrige abzusenken. Dann schauen wir bei 250 Hertz, ob wir ein bisschen mehr Bauchigkeit und Sattheit vom Grundton mit dazugeben können. Dann gehe ich hoch auf 2 bis 2,5K, versuche die Präsenz hochzufahren und dann hier bei 8K oben zum Schluss noch für ein bisschen mehr Smack, falls wir den brauchen. Was natürlich ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass diese Methode nur funktioniert, wenn du gute, sehr gute Aufnahmen von deiner Snare Drum hast. Wenn du die jetzt im Gewölbekeller aufnimmst, wo schon viele Störfrequenzen allein vom Raum kommen, dann kann das natürlich nicht funktionieren. Also einen guten Mix bekommst du nur hin, wenn du gute Tonaufnahmen hast. Und wenn du dich da noch unsicher fühlst, wenn du nicht weißt, wie mikrofoniere ich eigentlich ein akustisches Schlagzeug, wie mikrofoniere ich ein Gitarrenamp und so weiter, dann empfehle ich dir mein PDF in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. Da zeige ich dir ganz genau, wie ich zum Beispiel mit der Sängerin die Tonaufnahme vorbereite, wie ich meine Mikrofone aussuche, wie ich Drums mikrofoniere, wie ich Gitarrenamps mikrofoniere und so weiter. Also in 7 Schritten zur perfekten Tonaufnahme. PDF habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, unbedingt runterladen, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Jetzt interessiert mich natürlich deine Meinung. Ist dieser Ansatz deiner Meinung nach kompletter Quatsch und man muss immer individuell darauf eingehen? Oder hast du auch bestimmte Startfrequenzen, die du bei bestimmten Instrumenten benutzt? Und das funktioniert tatsächlich bei dir auch. Schreib mir das bitte mal unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer bei dir fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!